So. Ich muss einfach nur den GPS folgen, das ist ein bisschen ungewohnt. Karre sieht aus. Weiß hier eigentlich mein Spiel. Was war denn das? Ach, Polizei war. Ich würde gerade sagen, warum bewegt sich mein GPS-Koordinatenpunkt, aber es war, glaube ich, Polizei. Hui. Die haben uns aber richtig. Warum haben die das Hauptquartier so weit weg? Ein bisschen krank ist das schon. Hätte ich auch gleich hier um die Ecke meine Klamotten einkaufen können. Die zerschrottete Karre einfach mal unauffällig parken. Niemals derart versaut. Ich musste die Farbe komplett abschleifen und dann neu anfangen. Puh, echt scheiße. Aber ich muss sagen, meine Miniaturenarmee wird klasse aussehen. Interessant. Hey, willst du eine Runde mitspielen? Wir brauchen noch einen Spieler. Das ist eins dieser neuen deutschen Spieler, hm? Scheiße, das ist Free Road. Hat einen goldenen Ace gewonnen. Würde ich gerne, aber ich bin spät dran. Kein Problem. Lol. Das sieht ja nice aus. Hauptsache More Nerds unterwegs. Ich würfle eine 12 und habe ihn kaum getroffen. Aber es hat gereicht. Mein Paladin hatte nur noch einen Lebenspunkt, bevor ich alle mit einem Gebet an meine Schutzgöttin Arneson heilen konnte. Oh Gott. Ernsthaft. So, was ist hier in der Nähe? Ein Scout X-Dingens? Ist mir vorhin schon aufgefallen. Achso. Da kann ich mir dann hier wahrscheinlich irgendwelche Follower zusammenholen. Und dann kann ich das bestimmt in irgendwelche Punkte investieren, aber ich gehe erstmal rein. Schicke Butze. Yo. Endlich. Also, ich habe mit Josh geredet und Bloom eins auszuwischen stand schon lange auf der Liste. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll dazustehen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Wir starten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Marcus, da bist du ja! Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her! Das musst du dir ansehen. Der Typ ist mir ein bisschen suspekt mit seiner Brille, obwohl ich die ziemlich cool finde. Tada! Unsere eigene Open-Source-Forschungs-App. Also pass auf. Wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden. Und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen.
Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten, macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl. Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999, aber klar. So, wähle die Forschungs-App aus. Muss ich erstmal runterladen, wa? Wähle ein Upgrade und kombiniere die benötigten Komponenten, um es herzustellen. Schalte Upgrades frei für ferngesteuerte Geräte, Waffen, Hacks etc. Hm. Wenn du Upgrades herstellst, werden im selben Abschnitt mehr Möglichkeiten freigeschaltet. Okay. Und nun? Habe ich doch ausgewählt. Was ist denn das Problem jetzt? Habe ich das schon installiert? Ach klar. Nein, da wollte ich nicht hin. Obwohl, wollte ich da doch hin? Ach ja, das ist wie in dem ersten... Da erinnere ich mich, das war auch im ersten Watch Dogs schon so. So. Da kann ich jetzt nämlich... auswählen. Fahrzeughacking, Social Engineering, Personendatenmanipulation, Stadtzusammenbruch, CTOS 2.0 Exploits. Basteleien, Gerätebeherrschung, Botnets, verbesserte Hacking-Leistung, Treffsicherheit, Kampfexpertise. Ich glaube, ich hatte damals erstmal Kampf geskillt. um mit Waffen rumballern zu können, wie ein Irrer. Werde ich auch diesmal machen. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit für Pistolen und Elektroschockwaffen. So, zwei habe ich noch, reicht natürlich nicht. Jetzt könnte ich noch in einen anderen Skillbaum investieren. Hacking-Leistung. Ja. Ach so, ich habe null verfügbar. Ich dachte, das bringt mir plus 4, wenn ich das Level aufsteige. Alles klar. Bin im Bilde. Ja, ich habe doch gerade mit ihm gequatscht. Quatsch nochmal mit ihm. Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Arnie der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du es drauf hast, voila, Hipster-Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Na klar, red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Mit E kannst du am 3D-Drucker Waffen kaufen und ausrüsten. Der ist ja geil. Ernsthaft? Das ist die Zukunft, Mann. Waffen aus dem 3D-Drucker. Ja, jetzt weiß ich auch, wo ich die Kohle brauche. Jesus Christ. Das sind die Deadzeck-Waffen, die sind bestimmt teurer als das normale Zeug, oder? Ja, ein bisschen. Eine Pistole kostet $20.000? Ernsthaft? Ja, Lackierungen kosten auch nochmal extra. Also, ich glaub's auch. Gut, dann wissen wir, worauf wir sparen können. Weil mit 7.100 kann ich den Scheiß machen wahrscheinlich. Ja, das ist die Pistole, die ich ja gerade hab. Shit. Ein Jumper kann in Öffnungen hineinkommen, um schwer zugängliche Orte zu erreichen, mit Sicherheitsterminals interagieren und Geräte benutzen. Hatte ich, glaube ich, im ersten Teil auch schon. Gut, danke, dass ich mal angucken durfte, aber ich kann nicht machen. Er markiert es immer noch. Ich kann doch nichts tun. Ach, ich könnte jetzt hier die Waffe. Wahrscheinlich soll ich das machen. Achso, einen Jumper muss ich auch noch ausdrucken. Was ist denn das für eine Knarre? Ist das doch eine Elektroschockpistole oder was soll das sein?
So, den Jumper noch ausdrucken. Kostet ja nichts, wa? Wenn das mal so schnell gehen würde mit dem Drucken. Und ein Drucker raucht nicht ab wie eine Kühltruhe. Ja, pack alles in deine Hosentasche. Nutze das Ausrüstungsraster, ja. Waffengeräte auszurüsten. Ja. Okay. Hey, Bru, was geht? Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da. Er baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und French? Auch ein guter Techniker. Aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Ohne sie hätte der Zack heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator oder Katzenhirte, such dir aus. Ich schick der Zack dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Ops gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Online-Symbole sind violett, okay. Gut, da ich ja nicht online ladde, ist das ja Banane-Bums. Echt abgefahren, was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Follower-Wand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein, nein, nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DeadSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch, ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Blum erledigen können. Ich überlege gerade, ob Blum auch schon im ersten Teil das Problem war. Längere Audionachricht. Ja, also hier steht, ne, verfolge mit der App neue Mission und das liegt dann an mir, wie bekannt dann DeadSec an sich wird. Ich wollte mit ihm nochmal reden. Kann ich jetzt nicht mehr, oder was? Hallo?
Weil ich es jetzt aktiviert habe, oder was? Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Auckland's Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Nice. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun und behauptete, die Stadträtin Comey buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Okay. Interessant. Was ist denn, wenn ich jetzt hier wieder dem D-Follow? Ach, scheiß drauf. Ich muss jetzt eh nicht mit ihm reden. Ich kann mich nochmal umziehen. Ah, ihr habt die perfekten Klamotten an. Ich würde jetzt auch einen Kopfschuss überleben mit dem Helm. Es lohnt sich, die San Francisco Bay Area zu erkunden. V, schalte dein NetHack überall um. Was? Schalte dein NetHack überall an wahrscheinlich, um Belohnungen und Operationsinfos aufzuspüren. In interessanten Gebieten gibt es immer etwas zu entdecken. In Sperrgebieten findet man oft Tüten mit Geld. Sehr viel Geld. Wenn du interessante Gegenstände einmal entdeckt hast, werden sie in Noodle Maps angezeigt. Okay. Jo, das hat jetzt kurz Die App geleckt. Ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data-Mining-Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DedSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. Ich weiß schon, warum das jetzt so komisch aussieht. Ich habe ja was ausgeschalten, deswegen ist der Übergang so eklig hier. Eine große blaue Wand einfach nur. Steht auf Extrem Bondage, okay. Mit dem muss ich jetzt reden, ne? Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcaney hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Ach. Entdecke eine Nebenoperation. Der Name Gene Carcaney sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht... So, mal kurz gucken hier. Ach, Drohnenrennen, okay. Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Hä? Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcaney? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Er liegt hier so rum. Ach, verdammt! Scheiße, Mann! Oh ja, definitiv tot. Warum liegt hier ein Toter rum? Scheiße, ruf deinen Krankenwagen! Komm nicht durch. So, war doch gerade auf der Map irgendwas aufgeploppt, wo ich hin muss. Hallo?
Hackerinvasion. Ah, okay. Oh Gott. Okay, das wird einigermaßen komplex werden. Das wird wirklich ein bisschen komplex werden. So, hier war doch Scout X irgendwo. Marcus, Leute, der Cyberdriver-Trailer ist draußen. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an? Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs.